So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Far Cry 3. Warte mal, fällt gerade was ein, da ist nämlich noch irgendwas, eine Pflanze oder so, die könnte man theoretisch mal noch greifen. Da hat er gesagt, das war Medizin und so. Nehmen wir mit. Fallwurz. Okay. So, heute wollen wir ein bisschen jagen gehen. Zumindest ist das die nächste Mission. Ich verarsche nichts. Oh. Erreiche das Jagdgebiet, Früchte des Dschungels. Verarschen jetzt? Warum rennst du mir eigentlich vor die Karre? Ach, hier ist wieder irgendwas zum. Ich hätte sich die Typen überfahren hat. Keine Ahnung. Sah zumindest so aus. Aber ich will kurz die. Oh ne, das ist. Oder das ist. Ich bereue es bestimmt gleich wieder, warum ich da wieder hoch runter muss. So, was ist das jetzt hier? Mit dem Heiligen Lotus werden heilige Stätten markiert. Das heißt, die Priester spielten Gräber. Okay. Ist jetzt, ist jetzt nichts Besonderes. Okay. Ich dachte, das wäre wieder irgendwie so eine Heilpflanze oder was auch immer. Was haben wir es denn überhaupt noch bis zum Stücke noch? Meter. Oh, die Karre, die schwimmt aber extrem. Hier können wir schon wieder looten. Kann man hier überall irgendwo looten. Aber wenn ich jetzt hier anfange, alles raus zu looten. Pflanzen und Tiere besorgen. Aber welche? Okay. Gut. Rote Blätter, grüne Blätter. Alles klar. Goldenen Blumen. Gebietenkorb. Grüne Blätter noch eins. Das sollten genug Pflanzen sein. So, jetzt müssen wir Wildschweine finden. Scheiße. Boah, schade, dass ich meine Waffen aus Far Cry 6 nicht habe. Ich höre doch was hier. Boah, Alter! Ja. Also gut, du schaffst das. Tierhäuten.
Na denn. Jetzt müssen wir noch ein weiteres Schweinchen finden. Oink, oink. Im Zweifel da vorne, wenn ich es darf. Haben wir. So, haben wir erledigt. Begib dich zur Schnellreise und dann nach Amanaki zurück. So. Gut. Was haben wir hier? Gut. Also wir haben am Anfang immer noch kein Geld, aber ich glaube, je weiter wir im Spielfortschritt sind, dürfte das eigentlich kein Problem sein. Ich muss jetzt mal gerade die Tür finden, wo ich raus muss. So, wo ist Dennis? Dennis! Oh, ich danke dir vielmals. Ich wollte jagen und hatte Glück. Aber ein paar Schweine entdeckt. Ich auch. Dennis, ich habe die Pflanzen und Tiere. Gut, forme die Natur nach deinem Willen. Ich zeige es dir. So, benutze das Menü, um verschiedene... Jetzt benutze die Pflanzen, um zwei Spritzen herzustellen. Machen wir glatt. Gut, Jason. Vielleicht findest du noch wirksamere Pflanzen im Wald, wenn du Glück hast. Nun, also ganz, ganz viel... Benutze die Häute der getöteten Tiere, um deine Taschen zu vergrößern. Die Herstellung ermöglicht dir, mehr Waffen, Geld, Beute und Spritzen zu tragen. Ja, eine Sache noch. Das Tattoo auf deinem Arm. Es bedeutet, dass du besonders bist und die Seele eines Kriegers hast. Du bewegst dich auf einem Pfad. Ich zeige dir, wie du es ergänzt. Mit jedem Tattoo lernst du eine Fähigkeit. Du kannst drei verschiedene Arten von Fähigkeiten lernen. Und nun zeige ich dir den Takedown. Der ist wichtig. Takedown? Fangen wir den hin? Achso. Okay. Warte mal. Takedown. Doch. So ist gut. Du wirst immer stärker. Und mit jeder Fähigkeit wird das Tatau größer. Nimm noch eins. Was wollen wir jetzt lernen? Sprintschlittern. Das hast du gut gemacht, Jason. Das Tatau... zum Außenposten bei Amanaki. Wir haben dir eine Amerikanerin. Komm her, wird lustig. Was ist denn jetzt? Lisa. Oh, Scheiße. Wir müssen sie zurückholen. Komm, mir nach. So, steig in den Truck. Ach, du fährst selber. Okay. Was ist das für ein Außenposten, wo sie sie hinbringen? Die Außenposten sind Festungen, die man überall auf Rogue Island findet. Was Piraten benutzen sie, um die Gebiete zu kontrollieren. Also fahren wir direkt in den Kampf. Ja, das ist gut so. Wenn wir deine Freundin befreien, schlagen wir zwei Fliegen mit einer Klappe. Wir führen Krieg gegen Was. Es ist wichtig, dass wir den Piraten die Außenposten abnehmen. Wenn die Rakyat einen erobern, wird das Gebiet sicherer. Alle können es dann schneller durchqueren und es ist eine Gelegenheit, Erfahrung als Krieger zu sammeln.
Wer ist in dem Truck? Rakyat-Krieger. Die wahren Rakyat, die im Herzen der Insel liegen. Durch das Tatau werden sie dir vertrauen. Hör zu, danke für die Hilfe. Aber ich will nur Leesha befreien und meine Freunde finden. Und meinen Bruder. Das ist die einzige Chance, ihr Leben zu retten. Du bist aus dem Sklavenlager entkommen und lebst noch. Es ist Zeit zu kämpfen. Wir sind alle gleich, Jason. Es gibt nur einige, die nicht handeln. Das ist der Unterschied. Alles klar. Ich kann das. So wie du war ich einst ein Fremder hier. Du bist nicht allein, mein Freund. Wir werden mit dem Angriff auf dich warten. Jason, Dennis hat dir das Tatao geschenkt. Gut. Dann musst du kämpfen. Schnell angreifen, sie aus der Entfernung ausschalten oder dich anschleichen. Deine Entscheidung. Gucken. So, Hinweis zur Herstellung, wenn du die Story vorankommst, schaltest du neue Anleitung frei. Stelle Spritzen für temporäre Verbesserung her, stelle Ausrüstungsstücke her, um deine Inventarkapazität zu erhöhen. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und dann geht's weiter mit dem Außenposten sichern. Bis dahin, tschüss.